Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zum Megaquarium. Mit unserem Weg zum Ruhm. Und Rang 4, wenn wir 220 Ruhmpunkte haben. Ich hoffe, dass wir es mit dem, was wir hier aufgebaut haben, schaffen. Und dass dann unsere Zuschauer, unsere Besucher sagen, ja, yeah, hier können wir richtig glücklich werden. Hier können wir viel sehen. Aber so ein bisschen. Jetzt gehen wir wieder auf 170 runter, ist voll schade. Das heißt, wir müssen schon größer werden. Wir brauchen mehr Aquarien. Auch mehr Einnahmen. Denn wenn ich hier weitere Aquarien bauen will, brauche ich locker diese Größe. Das kostet über 1000. Also wir können es nur stepweise machen. Oder wir kommen tatsächlich an diese Ruhmpunkte. Hier gibt es ganz viele gerade. Neue Besucher schenken uns sehr viel Ruhm. Ist okay. Vielleicht ist auch... Ach so. Boah, komm schon, also 220 schaffen wir ja wohl, oder? Ich überlege gerade, könnte auch hier noch sowas reinbauen. Aber das reicht schon fast nicht. Oder hier, hier unten. Mit einer Wand verbunden. Oh, hier fehlt eine Wand verbunden. Na, sag mal. Was bist denn du? Die sind auch sehr schnell, was Nahrung angeht, was Reparaturen angeht. Das klappt schon eigentlich alles. Ökologie können wir nichts mehr machen. Gästegedanken. Gibt's Minus? Die Exemplare reichen denen nicht ganz. Hier vorne. Schon wieder Exemplare. König Salomon Zwergbarsch. Rote Exemplare haben den. Da haben wir doch gar nicht so viele von. Hm, da war irgendjemand ein bisschen zickig. 210 haben wir jetzt schon. 220. Vielleicht schaffen wir die 220, ja. Komisch, hier gingen jetzt Ruhmpunkte hoch. Aber sie wurden gar nicht eingerechnet. Wir haben auch nicht so viel Kohle. 360 nur. Oh, jetzt sind wir wieder abgesackt. Wenn ich hier 1, 2 freilasse, dann 1, 2, 3 hier bis hierhin. Das heißt, hier müssten die Sachen hin. Das heißt, wir bräuchten noch einen Weg. Jetzt bräuchten wir rein theoretisch so ein Eckbecken. Hier hin. Dann gibt es einen Eingang. Genau daneben. Und daneben. Dieses große. Und jetzt können wir darüber reden, dass wir da die Gerätschaften ranbauen. Und die Leute können da locker flockig ran und sich alles anschauen. Das heißt, erstmal natürlich die Fische. Der hier kommt immer gut an. Dahin. Oh, stopp. Gibt es diese großen gelben Fische, die hier? Jetzt haben wir nicht mehr genug Geld. Na, klasse. Das heißt, wir müssen jetzt genug Geld sparen, um erstmal diese ganzen Sachen hier zu kriegen. Brauchen wir halt Einnahmen. Damit wir zum Beispiel die kraftvolle Kombi bauen könnten. Von 148. Oh, das haben wir gleich. Na, kommt schon.
ein bisschen noch. Vielleicht noch ein Eintritt. Einer, der reinkommt zu uns. Boah, sinkt der Ruhm gerade extremer. Oh ja, jetzt geht's. So, jetzt brauchen wir nur noch die Höhle. Oh, jetzt haben wir Minus. Wir können das Spiel auch beschleunigen, wie ihr gerade gesehen habt. Ich habe irgendwie das Gefühl, auf 220 kommen ist echt schwer. Oh, jetzt gab es sogar ein Minus. Von ihm hier. Jeden Tag dieselben langweiligen Exemplare der Spezies gäbe. Ja, aber ganz ehrlich, ich kann ja gerade keine weiteren hier anhäufen. Geht ja nicht. Was ich aber machen kann, ist, wir können hier Pflanzen anpflanzen. Jetzt brauche ich noch so eine Höhle. So. Denen geht's gut jetzt hier drin. Also wenn ihr müde seid, ja, dann nehmt doch bitte die Bänke. Setzt euch dahin. Auf hier rumzugeistern. Komm, machen wir mal schneller. Schauen wir mal kurz, wie sich die Ruhmverteilung jetzt hier darstellt. Wir müssen es jetzt mal ein bisschen flotter laufen lassen. Hier geht ganz viel Ruhm gerade eigentlich hoch. Komischerweise, oh, auch ganz viel. Komischerweise wird das nicht so richtig eingerechnet. So. Das ist natürlich sehr spannend rauszukriegen, ob wir auf diese 220 überhaupt kommen können. Rangaufstieg. 220. Ruhm. Schalten Sie mehr Dinge frei, errichten Sie mehr Becken und befüllen Sie diese mit interessanten Ausstellungsstücken und vergessen Sie die Dekorationen nicht. Ist hier noch irgendwas, was ich da... Geröll. Ich will hier noch Geröll reinlegen. Zehn, bitte! Ja! Rangaufstieg. Oh, Gott sei Dank.
Oh, wir haben mehrere Fische jetzt. Das Fluxgesicht, den Riff-Husarenfisch, blauer Halloween-Einsiedlerkrebs, gehörnter Kuhkofferfisch, großer Filter, große Heizung, felsiger Überstand, Seetang. Oh, Krabben und mehr. Glückwunsch, Sie haben Rang 4 erreicht. Unter den Tieren, die Sie mit diesem Rang freischalten können, befinden sich auch Ihre ersten Krebstiere. Der blaue Halloween-Einsiedlerkrebs eignet sich perfekt als unterstützendes Tier, da er keinen Nahrungsbedarf, aber den Filterprozess positiv beeinflusst. Ja, klasse. Wir werden jetzt mit Ihrem finalen Ziel konfrontiert. Sie können außerdem von dritten optionalen Zielen erhalten. Von diesem erhalten Sie eine Belohnung, wenn Sie verschiedene Bedingungen erfüllen. Allerdings liegt es natürlich bei Ihnen, ob Sie sich um diese optionalen Ziele bzw. Anfragen kümmern wollen. Oh, okay, das neue Ziel ist 24.500. Okay, wow. Okay, wir müssen jetzt natürlich erstmal erforschen. Ist klar. Brauchen aber natürlich auch genug Platz. Ich würde schon fast vorschlagen, dass wir hier vorne mal ein bisschen umsiedeln. Klar, obwohl wir könnten ja hier. Wir rufen ja mehr Leute rein, wenn wir größeres Aquarium haben. Was, wir bauen hier eins rein erstmal. So, Platz geschafft. Okay, wir brauchen ein großes. So, wir brauchen hier dementsprechende Anlagen. Ich möchte hier hinten jetzt was Spezielleres bauen. Wie die da alle reinrennen, wie die Irren. Und zwar habe ich vor, hier eine Pumpe zu bauen. So. Wenn wir hier den Einsiedlerkrebs gleich haben, ist er gleich soweit. Dauert ja nicht mehr lang. Möchte ich den hier hinsetzen. Ich frage mich halt, ob wir eventuell sogar den nur nächstes Projekt. Am meisten Ruhm bringt der hier. Ganz cool. Sie haben soeben den blauen Halloween-Einsiedlerkrebs freigeschaltet. Der blaue Halloween-Einsiedlerkrebs ist ein Krebstier. Viele Fische fressen Krebstiere. Sie müssen also vorsichtig sein, mit wem sie die Tiere ins Becken tragen. Okay. Ich weiß, was er meint. Die Muren zum Beispiel. Hier unten, die fressen, glaube ich, Krebstiere. Ja, hier. Frisst Muscheln. Grüne Pellets. Muscheln. Orangene Pellets. Ah, wir haben noch keinen Fisch, der die frisst. Okay. Haben wir noch Platz? Da haben wir noch Platz. Dann muss der Filterbetrieb gleich erhöht werden. Hier haben wir auch Platz.
Und ganz hier oben fehlt es an Wasserqualität. So viele Krebse jetzt drin. Die brauchen eigentlich nur Temperatur. Oh. Jetzt sehen sie besser aus, denke ich mal. Gut. Soweit ist das doch alles schick. Also genug Bänke sind hier eigentlich, dass die sich dann niederlassen könnten. Ich möchte hier ja auch dann... das Becken so ein bisschen befüllen können. Mit meiner Pumpentechnologie. Am liebsten wäre mir da der neue Fisch. Wo ist denn die Tür? Gleich haben wir den Fisch. Was braucht er eigentlich? Höhle braucht er, normales Wasser. Er kann nicht in einem Becken mit Beckenlichtern untergebracht werden. Okay. Ich glaube, mehr als 4 ist nicht gut, ne? Habe ich auch gerade gesehen. Oh, und braucht eine richtig ordentliche Temperatur. So, was ist noch an dem Schwarmfisch? Muss sich mindestens in, ach, mindestens in einer Vierergruppe befinden und ist die Platzmenge. Mindestens.
Feigling kann nicht mit einem Fiesling untergebracht werden. So sieht Feigling aus. Haben wir schon einen Fiesling eigentlich? Nee, ne? Ich glaub nicht. Doch da? Nee, der auch nicht. Wie ist denn hier die Wasserqualität? 62. Oh, ich habe gewonnen. Ach, wir haben die Ruhmzahl erreicht. Sie haben hier in Northwood gute Arbeit geleistet. Sie haben aus einem heruntergekommenen Aquarium durch erfolgreiches Wirtschaften und Anwenden ihrer Kenntnisse ein erstklassiges gemacht. Daher verwundert es nicht, dass Sie ein neues Jobangebot haben. Es geht um einen privaten Sammler, der in Elmshorn wohnt und einen Architekten für das Aquarium seiner Träume sucht. Okay. Sie können natürlich gerne noch mehr Zeit hier in Northwood verbringen, so viel Sie möchten. Diese Nachricht verbleibt. Okay. Ich bin bereit, mich diesem neuen Job zu stellen. Elmshorn. Ein privater Sammler möchte ganz aus dem Nichts ein öffentliches Aquarium aus dem Boden stampfen. Und Sie sollen diesen Traum wahr werden lassen. Sammler hat bereits ein großes Becken installiert, das als Herzstück des Aquariums fungiert. Der Rest ist völlig in Ihrer Hand. Kümmern Sie sich darum, dass das Aquarium seine Pforten öffnet. Sehr cool. Mit Holz so. Das sind die Wände, ja? Okay, das sind hier die Wandvorgabe. Natürlich schön, wenn man das noch selbst machen könnte. Das ist das so gebaut. Welches Aquarium war denn das? Wie hat denn der das so hoch gemacht? Das hier. Das ist ein Lagunenbecken, oder? Nee, das ist ein tiefes Beobachtungsbecken. Ein tiefes. Ha! Das ist eigentlich das. Oh, man kann so mit Schiff ranzoomen. Ich kann es aber nicht anheben. Kann ich das hier ändern? Das ist ein Beobachtungsbecken, aber es ist tief. Wie baue ich denn in die Höhe? Komisch. Ah, okay, schauen wir einfach mal. Okay, aber das sehen wir alles in der nächsten Folge, wenn wir hier anfangen. Gut mal zu wissen, was jetzt kommt. Und bis dahin, macht's gut. Das war Zigaro mit Mega Aquarium. Tschüssi. The end.